Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Nach längerer Abwesenheit von YouTube mal wieder ein kleines Update. Es ist so, die Realität hat mich und wirklich regelmäßige Updates, wo auch wenn ich wochenweise vielleicht neuer Content kommt, wird es erstmal nicht geben, aber ich werde in nächster Zeit schon noch ein bisschen neuen Content für meinen Kanal bringen. Also es ist ein neues Füllhorn, ist in der Mache. Und man munkelt sogar, dass so das ein oder andere Assi-Review nochmal in der Pipeline steckt. Also einfach mal gespannt sein. Was ich heute mache, läuft so ein bisschen außer der Reihe. Und zwar habe ich ja immer wieder betont, dass es wenige Dinge gibt, die mein Werdegang zum Erwachsenen oder zum gestandenen Mann so sehr beeinflusst haben wie Videospiele. Also ich habe wirklich sehr viel von meinem Sinn für Humor oder von dem, welche Filme ich zum Beispiel auch mag, habe ich aus irgendwelchen Videospielen übertragen. Aber es gibt ja nicht immer nur Positives, was man daraus sieht. Und deswegen will ich jetzt über tatsächliche Kindheitstraumen sprechen, die Videospiele ausgelöst haben. Sagen wir mal über irgendwelche entweder emotionalen Momente oder besonders schlimme Bilder, die sich bei mir eingebrannt haben. Kriterium dafür ist, dass ich 12 Jahre oder jünger war, als das passiert ist. Und deshalb schon mal vorweg, da kommen jetzt keine Gore- und Slasher-Szenen aus Dead Space 2 dran oder sowas in der Richtung, sondern zum Teil auch Sachen, die aus heutiger Sicht brutal traumlos wären, aber damals sich eben ganz schlimm in meine jugendliche Psyche eingebrannt haben. Es wird einige Spoilers geben. Wenn ihr ein bestimmtes Spiel spielen wollt, dann guckt einfach mal hier in die Beschreibung. Da steht immer, welcher Platz an welcher Zeit beginnt. Und wenn ihr eben seht, oh, dieses Spiel, das will ich nochmal irgendwann spielen, da will ich jetzt nicht diese große Szene gespoilert haben, könnt ihr einfach auf den nächsten Platz springen und alle freuen sich. Und jetzt geht's los. Willkommen in meinen psychischen Abgründen und meinen 5 größten Kindheitstraumen, Traumata, Traumatam-Titam-Tutum-Tum-Tum, die durch Videospiele ausgelöst wurden. Auf dem 5. Platz. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der hat Electronic Arts nicht nur Kopierschütze hergestellt und diese an irgendwelche schönen Spiele anderer Spielefirmen drangepappt. Es gab eine Zeit, da haben die Jungs von Electronic Arts wirklich noch richtig gut Videospiele gemacht. Vielleicht nicht unbedingt selber verlegt, aber zumindest waren sie als Publisher immer so im Game Design verwoben. Ein Spiel davon ist The Lost Files of Sherlock Holmes, The Case of the Serrated Scalpel. Es dürfte so von Anfang der 90er rum sein, Anfang bis Mitte der 90er. Ist ein sehr schönes Grafik-Adventure, sehr schön im Stil von Sherlock Holmes gehalten. Ich habe das als Kind sehr viel gespielt, war leider auf Englisch. Und wenn man das so mit 8, 9 Jahren spielt, dann beschränkt sich es viel auf wildes Rumgeklicke oder Versuchen. Insofern habe ich da schon einige Zeit gebraucht und da auch wirklich weiterzukommen oder auch durchzukommen und es war teils schwerst nervenaufreibend. In dem Spiel wird mit grafischer Darstellung von Leichen und halbwegs realistischer Darstellung wenig gegeizt. Also ich kann mich auch an eine Leiche erinnern, die komplett aufgeschlitzt da liegt, die ist in einen Löwenkäfig gefallen zum Beispiel. Das sind aber eher so kleinere Pixelhaufen, die sind wenig beeindruckend und man weiß ja, ja, das ist eine Leiche, okay, wissen wir. Aber es gibt neben der eigentlichen Handlung, gibt es noch das Leichenschauhaus. Und da liegt so eine Leiche rum, die kann man sich anschauen. Boah, ne. Ja, mag man jetzt denken, das ist harmlos, das ist nur so eine bleiche Frau, ist halt ein bisschen der Hals aufgeschlitzt, okay. Ist tatsächlich so, aber damals war ich das noch nicht gewohnt, dass man tatsächlich so eine grafische Darstellung im Spiel bekommt von einer Leiche. Das war ja schon annähernd fotorealistisch, auch so diese Gesichter, die man da sieht, diese Gesichtsanimationen, die waren schon annähernd fotorealistisch für mein damaliges Empfinden. Dann war das also für mich fast schon so, als hätte ich da eine echte Leiche gesehen, die auf grausame Art entstellt wurde. Und ja, verdau das mal. Wenn man jetzt denkt, dass dieses Bild schon nicht so schön ist für eine kindliche Psyche von ca. 8 oder 9 Jahren, da liegt ja noch eine zweite Leiche rum. Oh nein! Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, das war an einem Herbsttag, als ich diese zwei Leichen entdeckt habe. Es war an einem Samstag oder Sonntag, es war am Wochenende. Es war kurz vor Mittagessen.
Es gab Schupfnudeln mit Spiegelei und Spinat und ich weiß noch, wie ich komplett appetitlos davor saß, weil sich diese Bilder erst noch in die Verarbeitungspipeline geschoben haben und so lange auf jegliches Hungergefühl verzichtet wurde. Platz 4. The Dick von LucasArts habe ich sehr genossen. Damals. Inzwischen stört mich vor allem die Story, die ich für relativ doof halte und auch die Charaktere sind total blass. Man hätte aus dem Material echt was machen können. Aber ich finde, man hat den Weg gewählt, der weniger vielversprechend ist. Es gab mal eine Version, 2 oder 3 Jahre vor dem eigentlichen Erscheinen von The Dick. Die war grafisch eher so in Richtung Monkey Island 2. Und in diesem Wurf war die Story auch ein bisschen anders. Also es gab noch einen Charakter mehr, der auf grausame Weise stirbt. Und insgesamt war die Spielwelt sehr viel feindseliger. Und dieses Konzept, das die damals hatten, dass es eher in die Richtung geht, man muss diese feindselige Spielwelt überleben, das finde ich eigentlich das vielversprechendere Konzept. Nichtsdestotrotz, es gibt auch in der neuen Version, die ansonsten auf einer emotionalen und geschichtenerzählenden Ebene meiner Meinung nach etwas schwach ist, gibt es einen sehr emotionalen Moment, der mir lange Zeit im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar klemmt sich der Antagonist des Spiels, Ludger Brink, klemmt sich in einer Felsspalte die Hand ein und bekommt sie nicht mehr raus. Ich war damals so ein bisschen unwissend darüber, was ich jetzt tun soll und auch ein bisschen unbeholfen und habe viel versucht, ob ich nicht mit der Stange die Felsspalte aufbrechen kann, nicht auf irgendwas rumklopfen kann an der Felsspalte. Und man trägt das ganze Spiel über diesen Tierkiefer von irgendeinem großen Monster, so einen Unterkiefer mit Zähnen dran, trägt man mit, wo immer betont wird, dass der sehr scharf ist und man braucht den nicht. Und mein erster Gedanke war, dass man den doch vielleicht nutzen könnte, um ein bisschen den Stein abzuklopfen. Und habe ihn eben benutzt, habe ihn dann aus Versehen mit Brink benutzt. Und ja. You're going to saw off his hand with a jawbone? Nein. What about anesthetic? Und Do it, Commander! Nein. Komm, steck das Ding wieder weg. Na, oh, lass das. Du machst jetzt nicht wirklich das, wovon ich jetzt denke, dass du es tust. Hey, wir können drüber reden. Ja. Oh Gott, er hat's wirklich getan. Und auch hier wieder, man ist heute einiges gewohnt. Also ich zocke gerade zum Beispiel New Vegas, also da explodieren ja alle Körperteile, wenn man richtig drauf zielt. Aber so ein Armstumpf, den man von einem winzigen Bruchteil einer Sekunde sieht, war damals echt schlimm. Und auch diese emotionale Entscheidung und das Wissen, dass mein Protagonist gerade einem anderen Charakter einen Körperteil abgeschnitten hat, das war für mich nicht ganz so einfach zu verdauen. Platz 3 geht an Quest for Glory 4, Shadows of Darkness. Shadows of Darkness geizt nicht gerade mit gruseligen Momenten und auch verstörenden oder auch leicht bizarren Momenten. Es hat einen ganz besonderen Moment, der mir sowas von... Oh, das Bild, das bin ich bis heute nicht losgeworden und das ist über 10 Jahre her, wahrscheinlich knapp 15 Jahre her, dass ich es das erste Mal gesehen habe. Es gibt eine Spezialkampagne in dem Spiel und zwar wählt man am Anfang seinen Charakter und da gibt es nicht nur den Krieger, den Magier und den Dieb, die man von Anfang an auswählen kann. Es gibt noch den vierten Charakter, den Paladin, der magisch wie kriegerisch sehr begabt ist und der auch einige eigene, ja sozusagen Quests hat und Aufgaben erledigen kann in dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das schafft, dass man den Paladin kriegt. Man muss irgendwie einen Spielstand aus dem alten Spiel importieren oder sowas. Geht auf jeden Fall. Das Spiel, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, das Spiel orientiert sich an osteuropäischer Folklore. Die Quest for Glory-Teile, die waren immer so aufgebaut, dass sich jeder einem bestimmten Zyklus orientiert. Der erste, das war sozusagen Grimms Märchen. Dann Teil 2 waren, glaube ich, so Richtung ägyptische Mythologie. Das dritte war dann Orient und im vierten Teil kam dann osteuropäische Folklore. In der osteuropäischen Folklore gibt es nicht wirklich eine Kreatur, es gibt eine Art Geist, der sich Rusalka nennt. So wie ich es verstanden habe, entsteht eine Rusalka dann, wenn eine Frau in einem Gewässer von ihrem Geliebten getötet wird. Das ist jetzt ohne Gewähr, am besten mal auf Wikipedia oder so nachschauen, wenn es interessiert.
Diese Rosalka, die wird dann als Geist zurückkommen, wird in diesem Gewässer hausen und ihre weiteren, ja, sie muss darauf warten, dass sie von jemandem reinen Herzens gerettet wird. Und dass ihre die Taten dieses Bösen, der sie getötet hat, gesühnt werden. Bis sie gerettet wird, ist es ihre einzige Aufgabe, in diesem Gewässer zu hausen, Männer anzulocken und diese in den Tod zu reißen. Also sie sieht dann super toll aus, ist voll das Hottie und dann, wenn ein Mann kommt und sagt, ich will dich küssen, ich will dich befreien mit meinem reinen Kuss, reinen Herzens, dann packt sie ihn, ertränkt ihn und wir alle freuen uns oder auch nicht. Jetzt hat man allein als Paladin die Möglichkeit, diese Rosalka zu retten. Wenn man sie mit irgendeinem anderen Charakter küssen würde, würde man in den Tod gerissen werden. Als Paladin hat man die Möglichkeit, aus ihr rauszuholen, wer sie getötet hat und unter welchen Umständen. Und da muss man den Geist von demjenigen auf einem Friedhof heimsuchen, muss ihn zerstören. Und wenn man dann zu Rosalka zurückkehrt, um ihr den befreienden Kuss zu geben, wenn man eigentlich denkt, okay, jetzt ist es durch, jetzt ist es abgeschlossen, dann kommt man zurück und man sieht das hier. Oh, Jesus. Ich will ja nicht wirklich ein oberflächlicher Mensch sein, aber die sieht doch wirklich nicht mehr gut aus. Nach ihrer Beschreibung davon auch, ja, ich wollte mich noch schön kämmen, aber meine Haare fallen alle aus. Ja, danke fürs Detail. Oh, Mann. Die Rosalka hat sich also durch den Tod desjenigen, der sie getötet hat, in einen eher ihrem körperlichen Zustand gleichen Zustand umgewandelt und sieht jetzt aus wie eine halb vermoderte Wasserbärchen. Und man muss hier aber sein Werk vollenden, das heißt, ein guter Paladin wird dir den befreiten Kuss geben. Ja, und damit habe ich 2 Tage lang auf mein Mittagessen verzichtet. Platz 2. I have no mouth and I must scream. Das ist ein Adventure von 96, 97 um den Dreh, basierend auf eine Kurzgeschichte von Harlan Ellison, von Science Fiction und auch Drehbuchautor Harlan Ellison. Das ist ein Brite, der ist hier in Deutschland nicht ganz so bekannt. Und der hat diese Kurzgeschichte wohl in einer Nacht geschrieben. Der Verleger von I Have No Mouth and I Must Scream, also der vom Videospiel, der Herausgeber, der wollte schon länger mal mit Ellison zusammenarbeiten und Ellison beschloss, dass diese Vorlage ideal wäre. Es geht um den Supercomputer M, der in ferner Zukunft die Macht an sich reißt, alle Menschen tötet, abgesehen von 5, die er am Leben erhält und über 109 Jahre lang foltert. Er stellt sie dann jeden Einzelnen vor eine bestimmte Aufgabe und wenn diese Person diese Aufgabe lösen kann, dann bekommt sie ein gutes Ende oder... Tja, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe das Spiel nie wirklich weit gespielt. Es gibt jetzt nicht einen wirklich trauma-auslösenden Moment. Das ganze Spiel ist... ist wirr. Ich habe es wirklich nicht weit gespielt. Ich habe jede Aufgabe damals als Kind mit einem guten Freund zusammen... Ich weiß auch nicht, wo er eine deutsche Version damals schon her hatte. Ich habe es mit einem guten Freund zusammen angespielt. Jede Aufgabe einzeln mal angespielt. Und die sind so verstörend, so unglaublich heftiger Mindfuck. Das ist unglaublich. Es ist zum Beispiel dieser Hauptcharakter mit dem Namen Gorister, dessen einziges Ziel ist es, weil er ein schlechtes Gewissen hat, immer noch, weil er seine Frau in die Psychiatrie eingewiesen hat. Sein einziges Ziel ist es, Selbstmord zu begehen. Aber dieser Supercomputer lässt ihn nicht und... Ich glaube, das gute Ende, man kann immer ein gutes und ein schlechtes und irgendwie mittelprächtiges und für die ganze Menschheit gutes Ende erzielen. Und das gute Ende für Gorister ist, wenn er seine Aufgabe besteht, dass er endlich sterben darf. Und das ist so schon psychologisch, ethisch, sonst wie fundiert und man muss allgemein sehr viele moralische und ethische Entscheidungen treffen. Wenn man die falsche trifft, dann rächt sich das auch ganz deutlich. Aber gerade sowas als Kind zu verdauen, das hat mich irgendwie damals nicht in Ruhe gelassen. Da will ein Mensch, der will sterben und
das Größte, was er verdienen kann, ist, dass er endlich sterben darf. Die Vorlage, die gibt schon sehr viel mehr her. Sie ist wohl relativ gut reinverwoben worden, aber die Charaktere sind von der psychisch-psychologischen Komponente sehr viel tiefer verwurzelt oder sehr viel tiefer geschliffen in der literarischen Vorlage. Interessant ist noch, dass in der deutschen Version ein fünfter Charakter, nämlich der Charakter Nimdok, herausgeschnitten wurde, weshalb man das große, gute Ziel nicht erreichen kann. Dieser Charakter wurde deswegen herausgeschnitten, weil es sich dabei um einen KZ-Arzt handelt, der in seiner Aufgabe tatsächlich in das KZ zurückgeschickt wird. Ich bin ganz froh in dem Fall, dass ich dieses nie spielen konnte, dass es auch in der deutschen Version zensiert war, weil das war so die Zeit, wenn man 11 oder 12 Jahre alt war. Da ist das noch so eine Zeit, wo man das Thema und die Tiefe dieses Themas, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, noch nicht ganz begreifen kann. Es ist auch so eine Zeit, in der man teilweise noch Witze drüber macht, einfach weil man es nicht besser weiß und weil man erst ein gewisses Alter und eine gewisse Reife braucht, um zu verstehen, dass das eine Sache ist, an die man mit sehr viel Respekt und auch Feingefühl rantreten muss. In dem Spiel wird es mit viel Respekt gehandhabt, von dem, was ich jetzt gelesen habe über das Spiel. Das beste Ende, das man mit Nimdok erreichen kann, ist dass er stirbt und in die Hölle kommt. Das schlechteste Ende für alle Charaktere, die man da hat, ist tatsächlich, dass man in ein komisches, schleimiges Wesen transformiert wird, das unter ständigen Schmerzen leidet, das sich nicht bewegen kann, das nicht richtig Luft bekommt, das einfach nur da liegt, vor sich hin vegetiert, nicht stirbt und also quasi so, wie wenn man jetzt unbeweglich da sitzen würde, aber nicht die Möglichkeit hätte zu sterben, nicht die Möglichkeit hätte, auch nur vor Schmerzen zu schreien. Und daher kommt eben der Titel. Und das ist immer das letzte Wort, was die Leute sagen, wenn sie das schlechte Ende erreichen. I have no mouth and I must scream. Also ich habe nicht mal einen Mund, aber ich müsste eigentlich total dringend schreien. Das Spiel ist gar nicht schlecht gemacht. Auch so als Adventure ist es relativ gut. Guckt es euch ruhig mal an, informiert euch drüber und lest mal, worum es da geht. Aber dazu muss man halt echt sagen, es ist schwer deprimierend und es ist extrem starker Tobak. Und Platz 1 war von vornherein klar, was jetzt kommen wird. Wer mich kennt, der weiß das, weil ich relativ offen damit umgehe, dass sich das zu meinem Kindheitstrauma entwickelt hat. Terranigma ist ein super tolles Spiel und gehört auch definitiv zu meinen Lieblingsspielen aller Zeiten. Es ist sehr schön gemacht und hat neben einem sehr guten Kampfsystem und einem guten Rollenspielmodus auch noch diesen tollen Weltenentwicklungsmodus, dass man auch weiß, eine Entscheidung, die man trifft, hat Folgen. Und weiterhin ist es ja auch so, dass es sehr stark Gefühle und Emotionen entwickeln kann und auch sehr schön eine Atmosphäre schafft. Es ist manchmal einfach dadurch, indem die Musik wegbleibt, kein Ton kommt und man dann immer wenn diese Textbox kommt, immer nur dieses Geräusch von dem Schriftzeichen bekommt, das kann schon unheimlich viel Atmosphäre machen. Das macht das Spiel echt extrem gut und sehr, sehr richtig. Und dann gibt es ja diesen einen Moment, da muss Ark, der ohnehin schon die ganze Zeit sehr allein ist auf dieser Welt, bevor die Menschheit erweckt, gerade in dem Moment, in dem er die Menschheit im Gebirge Eklemata erwecken will, kommt er unter eine Lawine und trifft auf zwei Steinböcke. Der eine davon ist schon tot und der andere übernachtet gemeinsam mit ihm in einer unterirdischen Höhle. Und sie reden noch darüber, wie es ist, Angst im Dunkeln zu haben. Und das ist so schon, war für mich ein sehr dichter, atmosphärisch sehr dichter Moment. Und am nächsten Tag versucht diese Ziege freizukommen. Und dann passiert einfach das hier. Ist aus Verzweiflung und Hunger diese andere Ziege. Beziehungsweise man kann nicht mal sagen aus Verzweiflung. Für diesen Steinbock-Ziege, ich weiß nicht genau was ist, ich glaube ein Steinbock, für diesen Steinbock ist es, so wie er sagt, komplett normal, diesen toten Steinbock zu essen. Er erklärt, das ist der Zyklus des Lebens, die Dinge laufen so. Und
da wird man als Kind wirklich heftig vor was gestellt, finde ich. Also wenn man da, ich war 10 Jahre alt, als ich Terranigma gespielt habe, und also da bin ich wirklich vor was gestellt worden, was ich nicht verarbeiten konnte. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass ich da innerlich etwas gestorben bin. Inzwischen habe ich Terranigma mal durchgespielt. Und das ist echt das Heftigste. Es ist schon heftig, dass man diesen Steinbock zurücklassen muss. Weil er bricht einem dann diesen Raum frei. Man kann rausklettern. Und der Steinbock sagt eben von vornherein, hey, ich kann da nicht hochklettern. Aber ich komme schon irgendwo raus, ich finde schon einen Durchgang. Und jetzt weiß man, der hat seinen Kumpel, seine Frau, oder ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es ist eine sie und es ist ihr Mann, wenn ich mich richtig erinnere, den sie gegessen hat. Jetzt hat also dieser weibliche Steinbock schon ihren Mann gegessen und man war eh schon verzweifelt, weil man diesen Steinbock zurücklassen muss, und wenn man dann später zurückkommt, ist er tot. Also es war alles für die Katz, und das ist, man hat mit diesem Darstellen des Kannibalismus unter Tieren hat man dem Spieler schon echt heftig in die Eier getreten, und während der Spieler dann am Boden liegt, tritt man nochmal drauf in ihn und sagt, bam, er stirbt, ah, verdau das mal, du Sack. Und diese Szene ist immer noch bei mir komplett vorhanden und komplett präsent, und ich glaube auch nicht, dass ich die irgendwann in meinem ganzen Leben wieder loswerde. Also das war mit einem der Momente, in denen meine Kindheit zusammengebrochen ist, oder meine Kindheit auch für ein Stück beendet wurde. Das ist also mein großes Kindheitstrauma. So, jetzt wisst ihr ja, wieso ich so bin, wie ich bin. So doof. Ich hoffe, die Liste war aufschlussreich. Ich hoffe, ihr könnt noch nicht schlafen. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht meine Verzweiflung stückweise nachvollziehen oder habt vielleicht dieselben Traumata. Ich glaube, gerade dieses Steinbock-Trauma aus Terranigma, das tragen so einige in sich. Wir sollten öfter drüber sprechen. Vielleicht können wir dann eines Tages darüber hinwegkommen, dass der eine Steinbock den anderen Steinbock gegessen hat. ja, ansonsten sag doch mal Tschüss!